Es ist 18 Uhr und damit herzlich willkommen bei Ron. Ihnen allen einen schönen Start in die neue Woche. Tina Hinzer ist heute unsere Chefin vom Dienst. So heißt das hier. Genau, und wir blicken, schönen guten Abend auch von mir, erstmal nach Kandel, ein Ort, der nicht zur Ruhe kommt. Einen Monat nach dem gewaltsamen Tod der 15 Jahre alten Mia kämpfen jetzt rechte und linke Bündnisse darum, wofür der Ort stehen soll. Auf der Strecke bleiben die Bürger mit ihren Sorgen. Und am heutigen Tag des Blindenhundes stellen wir Ihnen die fantastische Arbeit einer Ausbilderin für diese Spezialhunde vor. Und wir schauen uns die Handballerinnen aus Ketsch an. Die Kurpfalzbären haben gespielt, ob sie endlich den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren konnten. Wir sagen es Ihnen jetzt hier bei RONTV. Etwas mehr als einen Monat ist der tödliche Messerangriff auf die 15 Jahre alte Mia in Kandel nun her. Und noch immer herrscht Unklarheit, zum einen über die genauen Hintergründe der Tat, aber auch über das Alter des mutmaßlichen Täters. Und auch wenn die Staatsanwaltschaft mittlerweile ein Gutachten zur Altersfeststellung in Auftrag gegeben hat und wegen Mordes ermittelt, ist Kandel immer noch ein zerrissener Ort. Was sich auch gestern bei den Demonstrationen zeigte. Katrin König und Julia Stankewitz berichten. Ein Kandel, zwei Demos. Am Sonntag war die Kleinstadt politisch geteilt. Linke demonstrierten. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Gegen rechte Demonstranten. Bunte Schirme, kein Verstand. Wer schützt endlich unser Land? Anlass dieser Demo ist der mutmaßliche Mord von Abdul D. an der 15-jährigen Mia. Das Anliegen anscheinend politische Interessen unters Volk zu bringen. Lügen, Hetze und Betrug, Bürger haben jetzt genug. Unter dem Motto Sicherheit für uns und unsere Kinder zogen die Anhänger des als eher rechts geltenden Frauenbündnis Kandel durch die südpfälzische Kleinstadt. Unter den rund 1000 Teilnehmern findet unsere Reporterin gerade mal eine Frau, die sich vor unserer Kamera dazu äußert. Demokratie und alles sehe ich komplett in Gefahr. Alles, was über Jahrhunderte erkämpft wurde, ist von Frauen, ist in kompletter Gefahr, durch den Islamismus zerstört zu werden. Doch genau in dieser Gesinnung sehen die 200 bis 300 Gegendemonstranten eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen und der Menschenrechte. Ihr Motto: Aufstehen gegen Rassismus. Ich komme aus Landau, aus der Südpfalz, und ich finde, Rassismus ist etwas ziemlich Doofes. Und ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwann in der Welt aufwächst, die von Rassisten hier irgendwie besetzt wird. Wir sind heute hier, um dem rechten Spektrum, das den furchtbaren Mord an der 15-jährigen Schülerin für ihre Ideologie und politische Ziele instrumentalisieren möchte, den Raum hier nicht zu überlassen. Und tatsächlich konnte die Polizei rund 100 der Teilnehmer deutlich dem rechten Spektrum zuordnen. Unter diesen Personen sind auch Personen dabei, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind und die wir als entsprechende Figuren der Szene zuordnen können. Von vielen Teilnehmern weiß man außerdem, sie kommen nicht aus Kandel oder Umgebung, nutzen das Verbrechen an Mia möglicherweise gezielt aus, um Aufmerksamkeit für ihre Parolen zu erhalten. Auch die Organisatorin der Demo kommen nicht aus der Region. Die Dame, habe ich gelesen, kommt aus Thüringen irgendwoher und ist hauptberuflich Organisationsleiterin von solchen Demonstrationen. Leider müssen wir das dann auch hier akzeptieren und mit der Polizei abschützen. Aber die Bevölkerung denkt sicherlich anders. Die Anwohner haben jetzt immerhin einen Monat Ruhe, denn für den 3. März hat die rechte Seite bereits die nächste Demo angekündigt. Und auf unserer Facebook-Seite finden Sie einen Kommentar zur aktuellen Situation in Kandel vom RON-Chefredakteur Thomas Präkelt. So, und jetzt kommen wir zu ihr. Das ist keine neue Mitarbeiterin bei RON. Nein, das ist Paula und ihr Aufgabenbereich. Der wird künftig ja noch sehr viel wichtigerer sein als das, was wir hier eigentlich machen. Denn sie ist mitten in der Ausbildung zum Blindenführhund. Ja, wie ist eigentlich so ein Alltag eines Blindenhundes? Was genau bedeutet das? Heute ist nämlich Tag des Blindenhundes. Deshalb wollen wir uns mal ein bisschen um Sie kümmern und auch gleich sprechen mit Ihrer Ausbilderin vorher. Aber mehr dazu von Jonas Himmel. Guten Morgen, die Herren.
Der Tag von Frau Ritter und ihrer blinden Führhündin Nova beginnt früh am Morgen. Um 7 Uhr heißt es für die beiden Frühstückszeit. Dabei ist es wichtig, dass Frau Ritter genau weiß, wo etwas liegt, denn auf Hilfsmittel im Alltag greift sie fast gar nicht zurück. Allzu viele Hilfsmittel habe ich nicht. Ich habe nur diesen Eierwecker oder eine Armbanduhr oder sprechende Uhren habe ich auch. Und eben diese sprechende Küchenwaage. Nach einem Jahr Grundausbildung kam Nova zu der heute 71-Jährigen. Mittlerweile lebt sie seit knapp 2 Jahren bei der Mannheimerin und konnte sich perfekt auf die Bedürfnisse ihres Frauchens einstellen. Trotzdem, es gibt noch viele Menschen, denen die Bedeutung eines Blindenführhundes noch nicht klar ist. Also, was ich ja ganz, ganz wichtig finde, dass die sehenden Menschen, die auf uns zukommen, überhaupt auf Führhunde, dass man die nicht anspricht. Und sie nicht einfach so heimlich streichelt oder ihnen was zu fressen gibt. Denn das stört den Hund sehr bei seiner Arbeit. Als nächstes steht Gassigehen auf dem Plan. Ein wichtiger Teil des Tages, denn hier kann Nova unangeleint im Freien toben und die Umgebung erkunden. Nova ist mir sehr wichtig. Das habe ich gemerkt. Als sie dann einmal jetzt vor einer Woche hatte sie was verschluckt. Und da habe ich gemerkt, meine Güte, wenn dem Hund was passieren würde, also das wäre ganz schlimm. Jetzt heißt es für Nova volle Konzentration, denn Frau Ritter hat einen Termin im Mannheimer Blindenverein. Dabei nutzt sie die S-Bahn. Aber kein Grund zur Sorge, Nova weiß, auf was sie achten muss. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Blindenverein bedeutet Frau Ritter sehr viel. Fortbildung, kostenlose Beratung in Rechtsfragen und Ausflüge helfen, mit der Erkrankung besser umgehen zu können. Vor allen Dingen kann man sich auch austauschen, denn nicht jeder hat die gleiche Geschichte. Und somit ist es auch leichter für manche Menschen, die spät erblindet sind. Auch Frau Ritter ist erst seit einigen Jahren blind. Doch mit dem Verlust ihres Augenlichts kam dafür etwas Neues in ihr Leben. Ein ständiger Begleiter auf 4 Pfoten, der sehr schnell vom Helfer zum Familienmitglied wurde. Und ganz wichtig sind natürlich die Ausbilder für Blindenführhunde. Frau Ostermann ist bei uns, sie ist nämlich Ausbilderin, jetzt gerade in der Arbeit, auch mit Paula. Wie läuft eine solche Ausbildung denn ab? Ja, also es beginnt mit dem Kaufen eines einjährigen Hundes. Wir testen den Hund auf dem Wesen, wie tickt der Hund, was hat er für Stärken und Schwächen, und dementsprechend gestalten wir dann das Training in Richtung der Aufgaben, die der Hund später erledigen muss. Wie lange dauert dieses Training? Etwa 6 Monate. Wer übernimmt das denn? Also ich kann mir vorstellen, die Kosten sind sicherlich auch nicht ohne. Genau, also die Kosten werden vollkommen von den Versicherungen, von den Krankenkassen bezahlt. Ja, das geht los bei Blinden mit einem Sehrest von 5%. Ab da wird komplett übernommen, das Ganze. Wie teuer ist so eine solche Ausbildung? Der Hund kostet hinterher etwa 25.000 Euro. Okay, kann natürlich auch einiges. Wie komplex ist denn eine solche Aufgabenstellung auch für Blindenführhunde? Also das ist wirklich enorm, was der Hund leisten muss. So als normaler Mensch kann man das gar nicht sieht man das gar nicht so. Also der Hund muss Zebrastreifen erkennen. Das ist etwas, was für den Hund total sinnlos ist. Einfach so, diese Linien da auf dem Boden sind für ihn der Zebrastreifen und da muss er rübergehen. Der versteht ja nicht, dass auf diesen Zebrastreifen die Autos nicht fahren. Der weiß einfach nur diese Streifen sind gut für mich, da soll ich drüber gehen, okay, dann mache ich das. Also wirklich quasi Verkehrserkennung, eben das, was ein erblindeter Mensch nicht mehr leisten kann. Genau, also er lernt ja auch Verkehrsverweigerung, eben nicht auf die Straße gehen, wenn ein Auto kommt. Und auf diesem Zebrastreifen ist das dann plötzlich aufgehoben, das versteht der Hund so direkt nicht. Wie intensiv arbeiten Sie denn mit einem Hund? Also ein halbes Jahr geht eine solche Ausbildung, Nova ist jetzt seit September? Ja, genau. Sie braucht noch etwa bis April und ich trainiere am Tag etwa 2 Stunden mit ihr. Dazu kommt halt das Training im Haus, komplett die Rundum-Erziehung, Sitz, Platz, Bleib, im Haushalt, auf die Decke schicken. Ja, alles, was so ein Hund hinterher angenehm und
ja, perfekt auf seinen Beruf später vorbereitet. Gibt es denn dann auch tatsächlich unterschiedliche Aufgabenstellungen für Hunde, also die auch vom Wesen abhängig sind? Also wenn wir jetzt einen Hund haben, der mit Stresssituationen weniger gut umgehen kann, dann schauen wir halt auf unserer Kundenliste, welcher Kunde lebt ein bisschen ländlicher. Also da schauen wir dann schon flexibel, welcher Hund passt wo rein, welcher Hund schafft es, den Anforderungen der Umgebung zu entsprechen. Und so wie sich Paula hier schon gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dann auch eine sehr passende Aufgabenstellung dann künftig finden wird ab April. Dann hoffentlich mit Herrchen oder Frauchen. Genau. Danke, Frau Dr. Ostermann, für diese Einblicke. Alles Gute soweit. Tschüss, Paula. Und wir haben gleich im Grunde genommen auch im Sport etwas Tierisches. Wir kümmern uns nämlich um die Kurpfalzbären. Vorher gibt es aber noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Andreas Notz hat die und es gibt einen neuen Bürgermeister im Neckar-Odenwald-Kreis in Limbach nämlich. Genau, Thorsten Weber ist der neue Bürgermeister in Limbach. Er wurde direkt im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. Glückwunsch von uns. Und was es sonst noch so Neues gab in der Metropolregion, das sehen Sie jetzt. Schwerer Unfall bei Wiesloch. Gegen 8 Uhr heute Morgen sind auf der L594 drei Autos ineinander gekracht. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer fuhr zunächst auf einen Peugeot-Fahrer auf, der sich zum Abbiegen eingeordnet hat. Dieser schleuderte durch den heftigen Aufprall in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Audi. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 28.000 Euro. Drei Verletzte werden in Krankenhäusern versorgt. Weltkulturerbe in Worms. Die jüdischen Gemeinden am Rhein haben heute auf dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms eine Stele enthüllt, die ein wichtiger Bestandteil der Bewerbung für das Weltkulturerbe ist. Seit 2005 engagiert sich Rheinland-Pfalz dafür, dass die Orte mit jüdischem Hintergrund als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt werden. Am Ort des Pfeilers wird durch den direkten Blick auf den Dom vom Friedhof die Verbindung von Christentum und Judentum verdeutlicht. Ob die jüdischen Denkmäler Weltkulturerbe werden, entscheidet sich 2021. Fasching über den Wolken. Für das Mannheimer Prinzenpaar Miriam und Markus ging es heute hoch hinaus. Mit einem Flieger der Rhein-Neckar Air starteten die Majestäten samt Gefolge der Folierio Karnevalgesellschaft um 11.11 Uhr auf dem Mannheimer City Airport. Das Paar steht jetzt vor den Höhepunkten seiner Amtszeit. Bunt gemischte Termine von Seniorenfasching, Kinderfasching über die großen Prunksitzungen. Jetzt geht's richtig los. Ab jetzt sind wir immer morgens auch schon unterwegs. Und ja, sind komplett in der Region bei so ziemlich allen Faschings-Fastnachtsvereinen. Die Maschine flog mit dem Paar über die Kurpfalz und den Odenwald. Und wir werden sportlich. Die Kurpfalzbären, die waren ja die Überraschungsmannschaft eigentlich in der Hinrunde. Der Handball-Zweitligist ist auch Tabellenzweiter und empfing als solcher BSV Sachsen-Zwickau. Das ist der Tabellenvorletzte und eigentlich auf dem Papier eine klare Sache. Aber die Handballdamen aus Kitsch, die hatten zuletzt drei Spiele ohne Sieg. Der Knoten muss irgendwie platzen. Und ob das klappte, das zeigen Ihnen Maximilian Wendel und Frank Schlagetter. Es laufen die letzten 1,5 Minuten zwischen den Kurpfalzbären und Sachsen-Zwickau. Gegen das Kellerkind BSV Zwickau in Schwarz steht es aber 17:18 aus Kitscher Sicht. Außerdem haben die Sachsen nach einer Auszeit Ballbesitz. Katharina Pavlovic scheitert an Sabine Stockhorst. Die Bärenschlussfrau leitet den Tempo-Gegenstoß ein. Pass auf Sina Michels, die aber vergibt leichtfertig. Zwickau kommt noch einmal in Ballbesitz und hat die Chance auf die Entscheidung. Allerdings kommen die Sachsen nicht zum Abschluss. Die Schiedsrichter entscheiden auf Zeitspiel und geben den Bären erneut die Möglichkeit auszugleichen. Sophia Sommerrock bekommt von rechts außen den letzten Wurf und scheitert am Pfosten. Symptomatische Szenen für das Angriffsspiel der Bären. Also Chancenverwertung, es war katastrophal. Man muss auch sagen, also die Torin hat auch sehr glänzend gehalten. Wir haben vielleicht auch nicht zu 100% dann auch durchgezogen. Das machen die Bären in den vergangenen drei Spielen schon nicht mehr. Zumindest nicht im Angriff. Die Defensive steht dagegen super. Einen großen Beitrag dazu leistet Bärentorfrau Sabine Stockhorst, die Niederlage aber nicht verhindern konnte. Es war sehr viel Pech dann noch dabei. Wir wollten es vielleicht dann zu genau machen und haben dann vielleicht einfach etwas zu gut gezielt und dann am Ende nicht getroffen. Aber gut, ist der Sport. Die Chancen auf einen Heimsieg waren da. Mit einer 10:9 Führung ging es in die Halbzeit. Doch trotz des Vorsprungs waren die Probleme für die 450 Zuschauer nicht zu übersehen. Fehlpässe, Fehlwürfe und weitere Unkonzentriertheiten kennzeichneten das Spiel. In Durchgang 2 kam es dann noch schlimmer. Ganze 12 Minuten blieben die Bären ohne eigenen Treffer.
Erst Carmen Moser brach den Bann. Eine doppelte Überzahl blieb dann aber ohne Ertrag. Man sagt immer, das ist eigentlich 6 gegen 4. Da kann gefühlt einfach nur der Angriff verlieren. Und wir haben eindeutig verloren und haben katastrophal das zu Ende gespielt. Ganz anders der Gegner. Der BSV spielte seinen Stiefel konsequent runter und drehte die Partie. 15 Minuten vor dem Ende führten die Gäste deutlich mit 16 zu 13. Zwar kämpften sich die Bären noch einmal heran, doch das Aufbäumen in der Schlussphase reichte nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir so aus der Halbzeit gekommen sind. Wir haben uns klare Dinge vorgenommen in der Halbzeit. Wir haben abgesprochen, was wir machen möchten. Ich weiß nicht, warum es jetzt irgendwie im Jahr 2018, das hängt wohl daran, dass wir komischerweise nicht das machen, was wir uns vornehmen. Und das ist im Moment das, was uns selbst das Genick bricht. Ein Genickbruch war die Niederlage gegen Zwickau nicht. Dennoch sollten die Bären im neuen Kalenderjahr schnellstmöglich wieder auf die Siegerstraße einbiegen. Und sie hatte etwas Zeit zum Durchschnaufen. Jetzt Katrin Schneider, die Spielertrainerin der Kurpfalz-Bären. Wollen wir noch ein bisschen über die aktuelle Situation dann sprechen? Woran liegt es denn? Also schwierig natürlich zu analysieren, aber ist es vielleicht auch so eine innere Erwartungshaltung, jetzt auf Platz 2 eben auch zu sein? Ja, ich denke, das war jetzt gestern bei dem Spiel ganz klar unsere Chancenverwertung. Wir haben nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns gut auf Zwickau auch vorbereitet, hatten ja im Hinspiel schon ein sehr gutes Spiel gehabt gegen die, aber warum es jetzt gestern daran gescheitert ist, dass wir so viel verworfen haben und so unkonzentriert waren, ja, das weiß ich nicht genau. Natürlich sind die Mädels ja, auch irgendwie ein bisschen in der Erhaltungswartung, dass wir jetzt die Spiele gewinnen. Aber das geht halt nicht so leicht, wie man da teilweise auch man vielleicht vorher denkt. Aber ja, es ist kein Genickbruch. Aber ich glaube, die Mädels wissen schon, dass es gestern nicht das war, was wir spielen möchten. Und von daher, ja, bleibt mir eigentlich nichts dran, außer vielleicht positiv dann fürs nächste Wochenende zu hoffen. Ja, also das ursprüngliche Ziel war ja Klassenerhalt. Jetzt sind Sie, wie gesagt, als Tabellenzweiter richtig sensationell durch diese Hinrunde gekommen. Es klemmt vorne. Wie können Sie diese Ladehemmung denn angehen? Ja, also hinten, wir haben die wenigsten Tore der ganzen zweiten Liga. Wir schaffen es immer gut zu kämpfen. Wir schaffen es vor allem auch in Verbindung mit Biene hinten im Tor, ja, uns einfache Ballgewinne zu erarbeiten. Das Problem ist, wie gesagt, ja, vorne. Wir haben viele Varianten, die wir vorne nutzen können. Aber da hängt es dann teilweise auch daran, dass wir vielleicht nicht das immer spielen, was vielleicht gerade passt. Wir haben Spielzüge, die passen 2-3 Mal im Spiel. Aber anstatt dass wir die dann immer wieder wiederholen, ja, denken wir dann irgendwie, wir müssen jetzt besonders schön spielen. Aber momentan in der Situation zählt es eigentlich nur, dass wir Tore werfen. Und ja, da müssen wir auch unsere erste und zweite Welle vor allem auch wieder mal ein bisschen besser abrufen. Es waren jetzt 4 Spiele ohne Sieg. Wächst dann irgendwie auch ein Druck oder sagen Sie, alles noch jammern auf hohem Niveau ist uns wurscht? Ja, Druck würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Wir hatten wirklich Spiele dabei. Da hat keiner erwartet, dass wir überhaupt irgendwelche Punkte mitnehmen. Von daher, wir sind in einer komfortablen Zone, dass wir so viele Punkte schon gesammelt haben. Natürlich war das jetzt gestern beispielsweise total unnötig. Und ich dachte auch nach dem Bremen-Spiel, was wir dort verloren haben, dass es ja, im Heimspiel besser klappt. War jetzt nicht der Fall. Wir sind jetzt nicht unter Druck. Allerdings finde ich schon, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir jetzt nicht in irgendwie so einen Abwärtsstrudel kommen. Weil in der zweiten Liga kann alles passieren. Wenn man da 3 Spiele, 4 Spiele in Folge verliert, kann es dann schon sein, dass man 3, 4 Plätze verliert. Da haben wir vielleicht dann ja, zum Glück die gute Hinrunde bisher gehabt, die uns da ein bisschen den Kopf rettet. Ja, und dann drücken wir natürlich auch die Daumen, dass der Knoten bald wieder platzt. Danke Ihnen, Katrin Schneider, alles Gute. Und weitere Nachrichten aus der Welt des Sports, die hat Tobias Becker für Sie zusammengefasst. Goldmedaille für Löwenspieler. Der Abwehrchef der Rhein-Neckar-Löwen, Gedeon Guardiola, hat mit Spanien bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien die Goldmedaille gewonnen. Im Finale bezwangen sie die Schweden mit 29 zu 23. Auch beim Silbermedaillengewinner waren mit Jerry Tolbring, Michael Appelgren und Andreas Palicka 3 Löwen dabei. Voraussichtlich steigen die EM-Medaillengewinner des Spitzenreiters am Donnerstag wieder gesund und munter ins Training ein. Das erste Pflichtspiel nach der Pause steht dann am Donnerstag, den 8. Februar, gegen den TBV Lemgo an. MLP Cup 2018 ein Erfolg. 7 Tage lang fanden im Nusslocher Racket Center Tennisspiele auf Weltklasseniveau statt. 2400 Zuschauer verfolgten die Spiele in der Halle. Ein Erfolg für die Veranstalter, die sich schon auf das nächste Jahr freuen. Wir sind eine große Anlage, es stehen die nächsten Veranstaltungen an und so weiter. Aber der MLP Cup gehört einfach zum Racket Center und es gehört auch mittlerweile zur Region. Insofern freuen wir uns auf 2019 und nehmen den Schwung, so gut es geht, auch wieder schon jetzt mit ins nächste Jahr.
Übrigens, nette Geste von Gewinner Sadio Dumbia. Der Franzose, der in der Bundesliga für den TC Weinheim aufschlägt, drückte den Ballkindern der Flüchtlingshilfe Leimen jeweils 50 Euro seines Preisgelds in die Hand. Final Four ohne Mannheim. In der Endrunde um die deutsche Hallenhockeymeisterschaft wird es kein Mannheimer Derby wie hier im Bild zu sehen geben, denn alle Hockeyteams aus der Quadratestadt sind im Viertelfinale gescheitert. Die MHC-Herren mussten sich Club an der Alster aus Hamburg 4:6 geschlagen geben. Auch die Herren des TSV Mannheim konnten sich gegen den favorisierten Uhlenhorster HC nicht durchsetzen und verloren 4:7. Bei den Damen verlor der Mannheimer HC mit 2:7 gegen Harvestehude. Das Final Four findet am kommenden Wochenende ohne Beteiligung aus der Rhein-Neckar-Region in Stuttgart statt. Und noch so viel Sport schnaufen wir durch. Gleich gibt es die Neuigkeiten aus dem Dschungelcamp für Sie. Dranbleiben. Und wie viel Elan es heute Abend gibt, das sehen Sie um 22.15 Uhr auf RTL. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Und wie viel Elan das Wetter an den Tag legt, das sehen Sie jetzt. Am Dienstag erwartet uns zumindest vom Wetter her der schönste Tag der Woche. Zwar starten wir entlang des Rheins und des Neckars noch etwas neblig in den Tag, der Nebel ist aber zum Glück schnell wieder weg und dann setzt sich sogar häufig die Sonne gegen die sonst sehr harmlosen Wolken durch. Dazu geht es auch mit den Temperaturen noch recht mild weiter. An Rhein und Neckar sind bis zu 10 Grad drin, aber auch sonst erreichen die Höchstwerte angenehme 7 bis 9 Grad. Am Mittwoch war es das dann leider wieder mit der Sonne. Es regnet und zwar nicht zu knapp. Aber immerhin noch in milder Luft. Ab Donnerstag verabschiedet die sich dann leider auch. Dazu regnet es immer wieder. In den Höhenlagen vom Pfälzerwald und Odenwald können sogar mal wieder ein paar Schneeflocken runterkommen. Im Grunde genommen, wir können eigentlich die Wettervorhersage von irgendeiner Woche der vergangenen 4 Wochen nehmen und einfach immer wieder zeigen, es ändert sich ja nichts. Nee. Auf die Sonne will einfach nicht rauskommen. Wenn Sie jetzt dranbleiben, dafür ist das Wetter ganz gut. Da kann man schön Fernsehen schauen. Und die Kollegen von Exklusiv sagen Ihnen gleich, erzählen Ihnen gleich alles zur Vergangenheit von Tatjana Xell, die bizarre Sexvergangenheit. Und haben da auch mal Ihren aktuellen Ex-Freund zu befragt. Genau. Ansonsten heißt es noch Vorsicht in Baden-Württemberg, wenn Sie Spinat essen. Der ist nämlich nicht nur mit dem Blub, sondern teilweise auch mit Plastik versetzt. Genau. Alle Infos dazu haben Sie auf unserer Facebook-Seite. Und wir dürfen uns verabschieden. Bis morgen. Genau, bis morgen. Freuen uns auf Sie. Tschüss, bis 18 Uhr.